fürchtet es, flieht davor. Das Schicksal holt euch trotzdem ein. Aber wir können ja gleich noch zu einem anderen früheren Marvel-Bösewicht kommen. Und zwar wäre das der Winter Soldier, der ja jetzt seit Ende von Civil War auf Eis gelegt hat in Wakanda. Ja. Da wird es auch meiner Meinung nach recht spannend. Black Panther startet ja noch vor Avengers Infinity War. Im Februar, ob da auch irgendwie der Winter Soldier eine Rolle spielen wird. Bis jetzt hat man ja in dem Bezug noch nichts von ihm gesehen. Aber spätestens wahrscheinlich zu Infinity War wird er dann wieder aufgetaut. Kriegt auch einen neuen Arm dran geschraubt. Ohne roten Stern. Genau. Und das ist super wichtig. Das muss man dazu sagen. Es sollte ja auch für Wakanda kein Problem sein. Die haben ja Vibranium ohne Ende. Und wie du schon sagst, mit dem Stern ist es ganz interessant. Wahrscheinlich wird Bucky Barnes dann tatsächlich mal mit seiner Identität, mit seiner Rolle als Winter Soldier und als Assassine brechen, um sich halt da der guten Sache zu verschreiben. Und da vermuten wir auch, dass Captain America, Steve Rogers, es nicht lange machen wird. Mhm. Entweder in Avengers 3 oder Avengers 4 das Zeitliche segnet. Auch weil sein Vertrag ja irgendwann zu Ende geht. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie sie das umsetzen. Nehmen sie Bucky Barnes direkt als Ersatz? Oder vielleicht The Falcon als, wie schon in den Comics, beide. Bucky Barnes fände ich, glaube ich, ein bisschen, aber beide sind halt eben mal in den Comics in den Mantel von Captain America gestiegen. Stimmt. Also mal gucken, ich lasse mich gerne überraschen. Aber wie du schon gesagt hast, mit Captain America sieht man immer noch seinen fehlenden Stern, der ja sehr charakteristisch für ihn war. Und auch am Ende von Civil War hat er ja seine persönlichen Avengers-Insignien von der Uniform entfernt. Ja. Unmittelbar kommt ja sofort Spider-Man ins Spiel, der ja auch in New York ansässig ist. Und da stellt sich halt auch eigentlich eine der größten Neuerungen, finde ich fast ein bisschen spannender, wie seinen neuen Anzug, eben dass Spider-Man tatsächlich seinen Spinnensinn bekommt. Ja. Das wird ja jetzt wirklich offensichtlich. Das haben die meisten Leute ja wirklich vermisst in Homecoming. Ja. Und jetzt kommt es endlich dazu. Das sind so kleine Details, wo ich wirklich denke, in diesem Infinity War, in diesem ganzen, ich sage jetzt mal, Kladderadatsch von Charakteren, die ja wirklich nicht viel Screentime haben, aber alleine schon so ein Detail irgendwie mit einzubauen, das ist so geschickt. Man gibt dadurch jedem irgendwie so eine Weiterentwicklung von seinem ursprünglichen Charakter. Also das ist großartig gemacht. Haben wir vorhin auch schon angeteasert, das Aufeinandertreffen zwischen Thor und Guardians of the Galaxy, dass er Hand in Hand mit dem Ende oder dem ambitionierten Ende von Ragnarok geht. Da hast du ja auch schon mehr gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ja. Oder eben wie diese Begegnung anders vonstatten gegangen ist. Auch wieder im D23-Material. Mhm, genau. Ja, wo er auf die Windschutzscheibe sozusagen prallt und eingesammelt wird in einem Feld aus Trümmern im Weltall und sie aber auch nicht wissen, was da passiert ist. Und sie sammeln ihn ein und dann wacht er auf. Und das Erste, was er sieht, ist, glaube ich, Rocket oder Groot, eins von beiden. Und das verwirrt ihn natürlich total und dann ist erstmal Panik im Schiff. Ist aber ganz komödiantisch gehalten, ist jetzt nicht düster, aber man kriegt schon das Gefühl, okay, wie unsere Vermutungen das ja schon nahelegen. Da ist irgendwas ganz Furchtbares passiert und deswegen schwebt er da irgendwo im All rum. Vor allem finde ich jetzt auch interessant, dass sie jetzt auf jeden Fall dazu gestanden sind, dass er nur noch ein Auge hat. Ja. Wenn wir zum Beispiel an die Ragnarok-Trailer denken, da haben sie ja noch meiner Meinung nach echt cool das gemacht, dass sie eben diese Entwicklung noch als Geheimnis behütet haben, eben dass er noch beide Augen hat. Aber jetzt zeigen sie wirklich, okay, das ist jetzt das Sequel zu Ragnarok oder ein Sequel von Ragnarok. Ja. Und da kann man ruhig drauf aufbauen, was halt mit Thor einfach in dem Film passiert ist. Richtig. Was ich ganz interessant finde, auch in dem Moment, wo wir dann die Guardians gesehen haben und wir sehen Gamora und wir sehen Drax und alle und Star-Lord. Spätestens da ist es mir auch aufgefallen, es fehlen entscheidende, mal größer, mal kleinere Namen. Ja. Wir sehen Nebula nicht, wir sehen Ant-Man nicht und wir sehen Jeremy Renners Hawkeye nicht. Genau, Valkyrie fehlt auch beispielsweise oder The Wasp. Ja. Obwohl die alle bestätigt sind. Genau, und bin ich ja auch sehr gespannt drauf, inwiefern die dann überhaupt eine große Rolle spielen werden, ob die jetzt in Infinity War an sich überhaupt einen großen Auftritt haben oder das alles in Avengers 4 irgendwie auch noch hinausläuft. In Avengers 4 soll ja auch Captain Marvel das erste Mal auftreten. Ja. Ich glaube, da auch ein paar von den Feinden fehlen. Also wir haben zum Beispiel Cool Obsidian nicht gesehen, von Ebony Maw halt nur die Schuhe. Ja. Ich glaube, dass da fehlt, glaube ich, noch ein Schauplatz. Also da kommt, glaube ich, noch an einem ganz anderen Ort irgendwie zu Kabeleien und das lassen sie natürlich gewollt irgendwie aus, um da noch ein bisschen für Überraschungen zu sorgen. Was aber definitiv noch geklärt werden muss, weil das teasert der Film, also der Trailer ganz massiv an, die Infinity-Steine.
Ja, der Film heißt Infinity War. Und welche Infinity-Steine hat Thanos zu dem Zeitpunkt schon, wenn er auf die Avengers trifft? Ja. Und da gibt es ein paar Diskussionen im Internet. Und ich habe mich da aber mittlerweile schon für eine Seite entschieden. Es gibt eine wunderbare Sequenz, wo er den Space Stone sozusagen in den Handschuh fahren lässt. Mhm. Und er hat schon einen zu dem Zeitpunkt. Welche Option haben wir da? Das wäre ja jetzt von der farblichen Komponente her einerseits der Ätherstein oder der Power Stone aus eben von Xander. Und da schließt sich jetzt der Kreis zum Anfang, wo wir diesen Planeten sehen, wo auch Tony Stark schon verzweifelt sitzt und wo sie ja auch im Trailer kämpfen und wo ja auch Tony Stark in der Iron Man Rüstung ordentlich aufs Maul kriegt. Ja. Entweder ist es der Power Stone und es ist der Schauplatz, wo er diesen Power Stone im Grunde genommen gerade gekriegt hat. Mhm. Oder es ist der Ätherstein. Und der Ätherstein ist aber eigentlich beim Collector in seiner, sagen wir mal, neuen Basis. Mhm. Und da können wir ein bisschen mit verbotenem Wissen glänzen. Auch da haben wir geleaktes Material gesehen, wo die Guardians diesen Collector oder diese neue Basis besuchen und dort auf Thanos und den Collector treffen, der gerade nach diesem Ätherstein sucht. Die Frage ist also, welcher von diesen beiden, wenn nicht sogar alle drei zum Schluss, vielleicht hat er die sogar schon. Ich könnte mir vorstellen, dass sich entsprechend die Guardians auf die Fersen von Thanos heften und eben auf dem Weg zur Erde dann ihn Tor verfolgen. Aufgabeln. Die Sache ist halt nur die, wenn er den Space Stone zu dem Zeitpunkt dann schon hat, dann ist es auch die Erklärung für das Portal, durch das er kommt. Mhm, weil dann springt er nämlich wirklich ab dem Moment nur noch von Ort zu Ort und kann sie auch alle ohne Probleme dann wegwischen, wenn er gleichzeitig den Power Stone hat. Es wird auf jeden Fall super interessant. Ich finde, dass der Trailer es mit Bravour schafft, die Leute in die Irre zu führen, weil man bekommt ein vollkommen falsches Bild von teilweise von Charakteren, von Schauplätzen, von der Chronologie dieser ganzen Handlung. Mhm. Ich finde es ja auch, wir haben ja jetzt wirklich schon eine Menge Themen behandelt, wobei noch so viel mehr eigentlich in dem Trailer drinsteckt, zum Beispiel mit der Hulkbuster-Armor, die feiert ja auch ihr Comeback. Mhm. Oder was mich persönlich beispielsweise noch groß interessiert, ist die Abwesenheit bzw. Anwesenheit von Nick Fury. Ja. Man hat ihn sprechen gehört, aber das hat meiner Meinung nach sehr danach geklungen, als wäre es eine Aufnahme aus einem der älteren Filme gewesen. Das war der Rest der Speech, das war ja auch von den anderen Charakteren danach erzählt. Und Samuel Jackson hat ja auch selbst behauptet, dass er ja angeblich nicht involviert ist. Ja. Würde mich aber ehrlich gesagt sehr verwundern, weil ich meine, er ist derjenige, der die ganze Avengers-Initiative... Aber braucht man ihn? Die Frage muss ich jetzt einfach mal stellen. Ich brauche ihn jetzt nicht in dem Film. Wahrscheinlich würde er nicht so viel zur allgemeinen Geschichte beitragen, wenn wir ehrlich sind, aber ich fände seine Präsenz schon wichtig, weil er, wie gesagt, einfach der Urheber der Avengers ist und dadurch irgendwie schon eine Daseinsberechtigung hat. Ja. Auch wie bei Civil War fand ich seine Abwesenheit etwas irritierend, weil er ja eigentlich dafür verantwortlich ist, dass die Avengers zusammengekommen sind und dann irgendwie nicht da ist, wenn sie auseinanderbrechen. Ja. Schwierig. Fraglich, ich bin gespannt, aber das ist einer von den Komponenten, wo ich jetzt nicht sage, wow, wenn der jetzt fehlt, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Klar. Ich möchte sehen, wie die Avengers aufs Maul kriegen und das transportiert der Trailer schon sehr gut. Ich glaube, dafür kriegt man ein Gefühl, dass diesmal nicht alles blumig und rosig ausgeht. Und es wird auch verdammt nochmal Zeit für Marvel. Ja. Es müssen Avengers fallen. Genau. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und lasst uns ein Like da, abonniert uns. Ja, das, was mein Chef sagt. Und in dem Sinne, noch einen schönen Tag.